Hallo Freunde, willkommen zurück zum Fußballmanager. Weiter geht's beim VfL Bochum. Jetzt steht der sechste Spieltag an, auswärts beim ersten FC Köln. Ist mehr jetzt ein Duell auf Augenhöhe und wir können eigentlich direkt damit anfangen, uns den Gegner anzugucken, weil jetzt in der Woche hat sich nichts getan, war eine ruhige Woche, keine Verletzungen, war komplett ausgelegt, auch im Training auf Regeneration. Von daher schauen wir uns mal Köln an. Die spielen taktisch mit einer engen Raute, 4-4-2. Und das auch kontrolliert. Also schon etwas dominanter der Auftritt. Also ich denke auch mal ein bisschen mit Gegenpressing ebenfalls oder mit Ballbesitz was. Ich glaube aber Gegenpressing spielen die dann im taktischen, mit der taktischen Richtlinie. In der ersten Elf sehen wir hier schon ein, zwei Neuzugänge. Jetzt wird es spektakulär. Lucharell Gertruida. Der kam von Feyenoord Rotterdam mit 10,5 Millionen. Ich glaube, den Namen habe ich gerade eben so richtig noch ausgesprochen. Scalvini kam neu, scheinbar. Ist ein, oh, 19-Jähriger, vielleicht aus der Jugend. Nee, von Atalanta. 19 Millionen Euro, 13,25 hat sich das Köln kosten lassen. Für den jungen Mann, 19 Jahre. Wie alt war der nochmal? 23. Auf jeden Fall die Abwehr gut verjüngert. Im Altersdurchschnitt richtig gut runtergezogen. Hier so allgemein sehe ich jetzt sonst keinen. Ich glaube, Hofmann, der müsste, glaube ich, aus Düsseldorf gekommen sein. Ablösefrei, ja. Ansonsten sehe ich hier keine Neuzugänge. Per se so direkt. Aber sind ja schon mal für zwei Stück für 25 Euro auch. Also auf dem Niveau von Gladbach dann eingekauft, aber dann punktuell verstärkt mit ja, gezielten Transfers halt die zwei, ne? Haben zuletzt dann, oh, die letzten drei Spiele verloren. Ja, Europa League gegen Lyon, das hatte ich ja schon gezeigt. Und an und für sich aber eigentlich gut gestartet mit einem 3:3 auswärts und einem 2:0 Heimsieg gegen Hertha. Dann, ja, und dann nach dem Spiel gegen Hannover auswärts war dann die Herrlichkeit erstmal vorbei. Mit einem satten 4:1 zu Hause. Mit einer Niederlage halt 4:1 gegen Freiburg und dann 3:0. Also zweimal drei Tore Unterschied. Da scheint ein bisschen der Wurm drin zu sein. Na gut, wie gesagt, das war's fast. Gucken wir uns noch unsere Taktik an. Also die ich jetzt auch in der zweiten Halbzeit gegen Bayern angewandt hatte. Mit der Änderung, dass Walde diesmal startet, rechts außen und Horn links und Batista Meier von Anfang an auf der linken Seite, invasiver Flügelspieler und Asano als invasiver Außenstürmer. Ja, und die Doppelspitze pressender Stürmer und Nemeth, also Hofmann pressender Stürmer und Nemeth hängender Stürmer. Soweit das. Ausgewogen gegen Varane an die Sache, also wir wollen uns wieder nicht verstecken. Mit geordneten Spielaufbau aus der Defensive. Ja, ganz passend halt zum Gegenpressing. Ne? Normales Abspiel, aber auch hier Großpressing wie zu Hause, weil auswärts wollen wir uns ein bisschen mehr zeigen. Die Abwehr ist selber jetzt mit schnelleren Leuten. Dadurch können wir jetzt etwas höher verteidigen. Und ja, aber das hatte ich aber auch gesagt gegen Bayern schon. Ne? Ich glaube, das will ich ein bisschen ablegen, so dieses Tiefstehen, weil dadurch wird einfach die Dominanz in unserer eigenen Hälfte des Gegners, er ist zu hoch, der Ballbesitz, die Stafetten dauern einfach zu lang, bis da von uns Spieler dazwischen kommen. Daher müssen wir halt ein bisschen die Abwehrlinie, müssen wir ein bisschen hochziehen halt und hoffen, dass es nicht so nach hinten losgeht mit Steilpässen. Ist halt ein Wunderpunkt, obwohl, ja, wie gesagt, diese Aufstellung, da sind eigentlich die Spieler mit einer Geschwindigkeit von mindestens 12 oder 13 gut dabei, weil ist ja, glaube ich, jetzt aktuell nur 12, genau. So gesehen der langsamste aus der Kategorie. Sonst würde ich, glaube ich, auch die Verteidigung etwas zurückziehen. So, jetzt genug von meinem taktischen Gesülz. Das sollte es auch dann alles in allem gewesen sein. Ergebnisse des gesamten Spieltags mache ich ja jetzt, habe ich ja, mache ich jetzt immer am Ende des Videos. Passt dann besser ein bisschen rein. Egal, ob wir Freitags oder Sonntags spielen. Let's go, würde ich dann sagen. So. Erweiterte Highlights. Wir fangen mal mit umfassenden diesmal an, erstmal. Etwas ausführlicher.
um zu gucken, ob das passt wieder mit dem Spielaufbau. Die erste halbe Stunde werde ich jetzt, glaube ich, immer mal machen. So, Hofmann, Horn, Stöger, Nemeth. Langer Ball raus auf Asano. Der Ball wird abgefangen von Willems. Nächster Versuch wieder Asano. Und die Führung. Hofmann, abgefälschter Ball. Und dann ist Hofmann früh da. Vierte Spielminute 1-0. Auch ein abgefälschter Schussversuch von Asano, glaube ich. Wenn ich keine Flanke gewesen hatte, versucht selber zu machen. Nur doch, war schon quergelegt. Abgefälscht, dadurch kriegt der Ball dann eine Flugkurve, die dann Hofmann einnicken kann. Schon ein guter Start auf jeden Fall. Aina, der ist schnell. Fübers, Cordoba da. Boah, weg das Ding. Stöger, Hofmann, langer Ball raus, wieder auf Asano. Ah, der hätte den eigentlich versuchen besser anzunehmen. Breithaupt, Balde. Und setzt nach. Stöger, wieder raus auf Asano, Breithaupt und das war abseits. Tor, oh, tiefer Pass auf Duda, Willems, der wird jetzt flanken. Wie man da, war eigentlich da, aber irgendwann klärt, in Stimmigkeit mit Osei Tutu. Kleines Missverständnis und ohne Folgen, zum Glück. Ah, da hätte man jetzt, glaube ich, besser rauspassen sollen. Horn. Mit Ecke, glaube ich. Oder? Ja. Übers raus. Hör man, was war das? So, Luca Kilian, Timo Horn, Hofmann, Maina, Bittencourt, oh, schön ausgespielt. Duda in der Mitte aufpassen. Thielmann frei, Duda. Thielmann und abgeblockt von Cordoba, was glaube ich. Oh, Riemann stark und Balde kann klären. Stark reagiert. Hector oder Willems, wenn er da. Auch abseits, also von Willems. Auf jeden Fall schon mal schwungvolle Anfangsphase. Jetzt erstmal 11 Minuten gespielt, schon einige Torszenen. Ich meine, gut, ist auch deswegen wegen meiner Einstellung. So ein bisschen ausführlicher sehen, aber bisher klappt es ja ganz gut. Oh, langer Ball raus auf Hofmann, der hat Platz, spitzer Winkel, aber ja, ein bisschen zu spitz scheinbar, nicht ganz so gefährlich aufs Tor gebracht, den Ball. Christian Meyer, Oermann aufs Tor. Jemand kommt raus, kann den langen Ball von Willems abfangen. Oermann, Christian Meyer, Breithaupt. Cordoba, Stöger, oder Cordoba, Fehlpass. Maina, noch Glück gehabt, dass Thielmann da Probleme hatte mit dem Ball an, der Ballannahme. Hofmann holt sich den Ball auf Nemeth raus. Der Hofmann spielt zurück auf Cordoba, ein bisschen Ruhe reinbringen und gelingt ihm nicht, verliert den Ball, Duda. Und Oermann war es, glaube ich, sau stark dazwischen. Nemeth schickt jetzt Asano. Müsste vielleicht querlegen auf Hofmann, machte auch 2-0. Schöner Gegenbunter. Schöner Konter. Nemeth leitet ein mit einem Langpass auf Asano. Der hat dann auch das Grundplatz. Und dann freie Bahn für Hofmann. Und der eiskalt schließt ab. Kurz jetzt, Köln versucht schnell zu antworten. Hübers, Luda. Hübers. Hofmann. Langer Ball raus. Ich weiß nicht, Hector. Horn ist da, klärt zur Seite. Puh, was für eine Anfangsphase.
Walde, abenteuerlicher Einwurf. Jetzt nicht in den Konter laufen. Hörmann aber stark dazwischen. Stöger. Batista Meier kann den Ball nicht halten. Stöger setzt schön nach. Nemeth Asano zu weit vorgelegt. Eckball. Auf den kurzen Pfosten der Versuch auf Asano, jetzt Gegenkonter, Thielmann. Der Platz macht das Spiel breit. Gegen Batista Meier. Hofmann versucht zu stören, klappt nicht. Breithaupt dazwischen und geklärt. Raus. Hofmann klärt, erstmal ein bisschen Ruhe wieder reinbekommen. Weiter Einwurf, Thielmann, es gibt Ecke, Cordoba dazwischen. Und Riemann flückt die Flanke runter. Batista Meier beim Freistoß. Eckball. Geklärt durch Hübers. Stöger. Auch geklärt. Breithaupt nochmal. Weiß. Merkwürdige Aktion wieder. Also manchmal wie irgendwann mit dem Kopfball. Also komisch. Scheint ein bisschen überhastet manchmal. Walde, Breithaupt, Hörmann, Stöger, Cordoba, Horn, der Ball läuft gut, Horn, schick, Nemeth, stark gesehen. Aber dann Hübers, glaube ich, dazwischen. Hier nochmal Nemeth stark im Pressing. Stöger auf Asano, Breithaupt, schickt Asano. Walde, Stöger, kann abziehen, abgeblockt der Ball. Luca Kilian in die Mitte auf Hofmann. Raus auf Maina und abgeblockt die Ecke. Der Flankenversuch geht zur Ecke. Kurt, raus Cordoba wieder Bittenkurt, nicht im Abseits. Willems drauf. Aber genau das sollen sie eigentlich vermeiden. Schon jetzt den ein oder anderen Fernschuss kassiert, auch in der vergangenen Saison. Oh, tiefer Pass, Cordoba war stark dazwischen. Oehrmann, Breithaupt, schickt wieder Asano, der richtige Aktivposten vorne. Und holt nicht die nächste Ecke raus, leider. Timo Horn, langer Abschlag, Oehrmann dazwischen, Breithaupt. Wieder der nächste Angriff. Nemeth behauptet den Ball stark gegen zwei Mann. Oder ich habe doppelt gesehen. Angriffsversuch, ein bisschen rausgekommen jetzt. Was? Was war jetzt? Abseits? Jo, Bittenkurt stand tatsächlich im Abseits. So, Hofmann, Horn, Stöger, Batista Meier hat Platz, nutzt da auch, rüber auf die andere Seite. Walde schickt Asano. Nemeth wird gefoult, vielleicht wird nicht gepfiffen. Stöger raus, Batista Meier. Wieder, oh, Bader, nee, sauberes Tackling, Hofmann jetzt aber dazwischen, aber kann nicht vollenden. So, jetzt ist es mal ein bisschen Ruhe hier reingekommen. Wilde Anfangsphase, die ersten 35 Minuten, da geht ja ordentlich die Post ab. Stöger, Breithaupt, Nemeth. Ja, gegen Hector verliert den Ball. Aufpassen, jetzt nicht hinten reinlaufen in so Konter. Thielmann, Ball in den Raum und Bittenkurt verzieht zum Glück deutlich. Wieso Batista Meier beim Freistoß eigentlich? Eigentlich Stöger eingestellt. Walde auf Asano, zurück auf Walde, der schießt aber deutlich wieder. Macht ein starkes Spiel, Walde.
Hörmann, klärt zur Ecke. Kurt, Julian und der Anschlusstreffer. 2-1 nur noch, 46 Minuten, das könnte nochmal helfen, also für die Psyche. Für Köln. Julian, dann. Asetutu war es, nicht Asetutu, Cordoba. Kann ich vernünftig klären vor die Füße von Kilian, der im zweiten Versuch dann den Anschluss schafft. Ja, aufpassen da hinten. Hofmann. Versucht es mal Batista Meier zu schicken, gelingt nicht. Und so haben wir jetzt einen Halbzeitstand von 2-1. War echt eine wilde Halbzeit. Batista Meier ist echt ein Wechselkandidat. Der ist jetzt nicht so auffällig. Ansonsten vielleicht mal versuchen, da zu sagen, er soll invasive Außenstürmer auch spielen, weil Asano ist ja echt aktiv da hinten. Mehr unterstützen auch wieder von Horn. Da mal vielleicht wechseln auf Stoßstürmer damit. Ja, ich bin echt überlegen, ob ich Hauke war vielleicht dann doch bringen. Wir warten erstmal ab. Herr Freud ist eigentlich wirklich sehr zufriedenstellend, die Leistung bis dahin. XG-Wert von 1,4 in einer Halbzeit, schon mal Bombe. Hoher Ballbesitz, hohe Passquote. So. Wir hoffen, dass wir jetzt halt nicht das Spiel noch aus der Hand geben nach so einer starken ersten Hälfte. So, Cordoba. Hofmann, Stöger, Breithaupt, Schick, Nemet. Ah, und der legt sich den Ball zu weit vor. Direkt da Gegenkonter, Timo Horn, Cordoba zur Stelle, Stöger, Breithaupt. Nächster Versuch, da, das war Abseits. Hat Asano schon, aber auch Nemet war, glaube ich, im Abseits, wenn der Pass angekommen wäre. Also auf jeden Fall mehr Geplänkel auf jeden Fall erstmal. Ich werde erstmal, glaube ich, weiterhin auf ausgewogen lassen, obwohl ich vor den Spielanteilen echt überlegen bin, ob ich es kontrolliert mache. Aber eigentlich ja, vielleicht ein bisschen zwingender dann die Torchancen noch erspielen. Oh, Irrmann. Und Riemann zur Stelle. Bader. Super Ball. Du, da hat Platz. Keiner geht drauf so richtig. Und gut, dass der drüber gegangen ist. Nee, Riemann hat noch gehalten. Ja, Irrmann steigert sich etwas, Batista Meier, da tut sich nicht viel. Bringen wir mal Holtmann. Ja, Florian Kainz hat man ja gesehen, kam für Bittencourt. Aber ich werde es doch dann auf ausgewogen lassen. War jetzt nur eine kurze Änderung, aber ich weiß nicht. Lief ja so gut bis dahin. Mit ausgewählten. So, Stöger. Oh, der Freistoß war nicht schlecht. Und aber mit einer schönen Flugnote hält ihn. Ach, Köln jetzt auf jeden Fall mehr am Drücker zu Beginn der zweiten Hälfte. Jetzt 15 Minuten gespielt. Keine richtige Chance von uns bis dahin. Übers. Ja, du da wieder, schon immer auffälliger. Mal gucken, auch mal schnell was ein Ding. Ich glaube, aber trotzdem, er ist zwar zweitfüßig, beidfüßig, aber mal trotzdem einfach mal machen. Willems und Asano klärt zur Ecke. Läuft beim Einlaufen. Alter kann klären. Marina nochmal, direkt rein wieder, Bader. Und die Flanke geht ins Nichts.
Aufpassen. Aufpassen auf jeden Fall jetzt hinten. Köln hat den Druck erhöht. Mehmet. Reithaupt raus. Ja. Und man erläuft den Ball nicht. Und dann sah noch schön dazwischen Walde. Reithaupt lang raus auf Holzmann. Der spielt direkt auf Mehmet. Hätte eigentlich nur mal querlegen können. Walde jetzt mit der gelben Karte. Müsste aber eigentlich von der Leistung her mehr Hauke Wahl rein. Ich bin auch überlegen, ob ich 4 auf 4, 3, 3 ändere. Ein bisschen mehr weiter reinstelle. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt in der Hinsicht. Dann noch ein bisschen mehr Stabilität hinten. Goralski, ja. Goralski für Nemeth. So, Stöger beim Freistoß und Lubicic gleich zur Ecke. Der Stöger, der Mann für die Standards auf dem ersten Pfosten wird er kommen, aber da ist keiner. Erman, Sano wieder Erman, Stöger. Mann. Asano schickt Hofmann stark. Ah, den, doch, der macht er. 3-1. Ich hätte gedacht, da wäre der Torwart noch dran gewesen, aber Patrick Philipp Hofmann. Da sieht man es nochmal. Erman, glaube ich, mit dem, nee, dann nicht. Asano mit dem Assist. Ne, der kam da echt nicht mehr dran. Schönes Ding. Hoffentlich ist möglicherweise die Vorentscheidung. Und ich habe umgestellt, ohne auch zu gucken. Ne? Ich Esel. Passt soweit, ja. Na, jetzt bringe ich aber, glaube ich, auch gleich mal einen neuen Innenverteidiger dann. Dann müssen wir die Abwehr verstärken. Vielleicht nochmal einen frischen Stürmer. Oh, da kommt nicht jemand raus, hat er ja. Hat er getan. Stöger nehme ich mal raus, Hofmann nehme ich raus. Drei Wechsel haben wir. Dann nehmen wir mal, wie gesagt, Stöger raus. Oh. Ja, wo ist er jetzt hin? Förster, da. Da wollte ich nämlich gar nicht. Nicht dahin, sondern Förster auf die Stöger-Position, ob er es kann oder nicht. Ja, er könnte es aber, vertikaler Spielmacher sogar. Bisschen Erfahrung, da soll da mehr Ruhe reinbringen, weil Hörmann ja den einen oder anderen Wackler bis dahin hatte. Auf jeden Fall Hattrick Hofmann und drei Vorlagen Asano. Also der Wahnsinn eigentlich. Der absolute Wahnsinn. Und da hätte er fast noch das 4-1 reingekippt, Asano. Holtmann, der Wechsel hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Stellt, macht die Sache besser als Batista Meier. Jetzt kein mehr fangen, schon in den späten Minuten und dann hinter noch wahrscheinlich ein spätes 3-3. Ich will es nicht beschreien. Florian Kainz, Ruder und dazwischen jemand. Ich glaube, Hauke Wahl war es. Anschließende Ecke. Oh, die hat eine Flugkurve. Den Mann, der wird draufziehen, die doch nicht. Und Freistoß geht. Gertruida hat Ramirez geschoben. Das gibt keinen Freistoß. Hauke Wahl zurück auf Riemann. Cordoba. Förster. Eieiei, abenteuerlicher Pass. Da muss man aufpassen. Ball nicht gut. Und keins zum Glück dazwischen. Daneben. Mal ändern im Ballbesitz mehr raus, das Ding, weil die Pressing-Situation ist echt sehr hoch bei Köln. Und wir tun uns ja eh schon schwer, hatte ich ja schon mal gesagt.
mit dem Spielaufbau, den dann raus. Umschaltspiel auf die Außen. Ja, weil es Abwürfe. Oh, schöner Pass auf Asano. Ah, da kommt er nicht dran an der Asano. Etwas zu weit. Florian Kainz jetzt nochmal schön gestört. Durch den Ball zu weit vorgelegt. Ramirez. Oben ist Asano frei. Holzmann abgefälscht. Und Einwurf. 5 Minuten noch zu spielen plus Nachspielzeit. Der geht auch noch drauf. Wollte man erstmal sagen, erstmal ein bisschen ruhiger machen. So, langer Einwurf. Wahl zurück. Ganz sicher auf Riemann. So sieht es gern. Ganz entspannt. Und da freut sich auch der Hund. Das ist stark, starker Ballgewinn. Asano. Goralski, Walde. Goralski. Ball kommt nicht an. Da war der Abstand zu groß. Langer Ball raus auf Florian Kainz. Ja. Den Ball da, glaube ich, bis da annehmen sollen. Oh, Goralski mit dem langen Ball raus, diesmal auf Asano. Und die Flanke wird abgefälscht. Und landet bei Horn. Jetzt mal 89. Minute, Gegenkonter nochmal vielleicht Köln. Thielmann, gut, und daneben. So, letzten Sekunden. Alter beim Einwurf, Breithaupt. Oh, nochmal Latte, Hofmann. Nee, das war nicht Hofmann. Kann ich jetzt nicht sehen. Ja, auf jeden Fall ein starkes Auswärtsspiel. Gerade in die erste Halbzeit, da haben wir die Weichen gelegt für den Sieg. Hattrick Hofmann, 3 Vorlagen, Asano, also perfektes Duo. Walde auch mit einem sehr starken Spiel. Insgesamt die rechte Seite war sehr aktiv. Und der Plan ist aber auch gut aufgegangen, wieder. Zum Glück auch. Und damit beenden wir dann erstmal die Niederlagenserie, jetzt zuletzt gegen Leipzig und Bayern. Das war auf jeden Fall ein guter Auftritt, kann man loben. Oh, Hattrick-Trophäe freigeschaltet. Und damit rutschen wir dann hoch auf Platz 6. 12 Punkte nach 6 Spielen rutschen wir hoch auf Platz. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Mit 7 Punkten rutschen wir hoch auf Platz 12 nach 6 Spielen. So ist es richtig. Meine Güte, komplett wirsch. So, kommen wir dann zu den endgültigen Ergebnissen vom 6. Spieltag. Leipzig, also schon jetzt vom Dienstag, einen Tag vorher. Leipzig verliert gegen Bayer Leverkusen 1:2. Gladbach gegen Union Berlin 3:0. Eintracht Frankfurt gegen Dortmund deutlich 4:1. Hertha gegen Freiburg 3:0 und dann die Ergebnisse von heute so gesehen, haben wir 3:1 bei Köln gewonnen und dann später am Abend Bayern verliert zu Hause gegen Hoffenheim 0:1, erste Saisonniederlage nach so gesehen für Bayern im 7. Spiel. Hannover, Wolfsburg trennen sich 0:0, Schalke wieder mit einem 3:3 gegen Mainz, zweites 3:3 die Saison schon und Stuttgart. Ja, hält weiter den Lauf aufrecht. 2:0 gegen den HSV und sind damit nach wie vor ungeschlagen. 3 Siege, 3 Unentschieden. Und Bombenstart für die Stuttgarter. Dadurch haben wir dann folgende Tabellensituation. Und zwar sind die Bayern jetzt auch mal geschlagen. Die einzigsten beiden Mannschaften noch ohne Niederlage sind Wolfsburg und Stuttgart. Wolfsburg dafür aber auch mit 4 Unentschieden. 0:0 gegen Dortmund unter anderem. Hamburg und Union Berlin warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Und der schlechteste Angriff bis dahin, den hat der HSV mit nur einem erzielten Tor. Und dann direkt dahinter Union Berlin. Beste Abwehr soweit ist, glaube ich, Hoffenheim und Stuttgart mit gerade mal 3 Gegentoren.
Schon bärenstarke Abwehrarbeit auf jeden Fall. Wir selber sind aktuell auf dem 13. Platz nach 6 Spielen, 7 Punkte. Ist voll im Soll, würde ich sagen, wieder bei der erneuten Mission Klassenerhalt. Dann konnten jetzt ein bisschen das Torverhältnis verbessern auf nur noch -2 und haben jetzt im nächsten Spiel das Heimspiel gegen Schalke. Da können wir dann nochmal Boden gut machen bei einem Heimsieg und uns ein bisschen weiter stabilisieren, wenn wir dann schon nach 7 Spielen jetzt rein theoretisch 10 Punkte hätten. Das wäre schon eigentlich dann im Endeffekt dann ganz gut. Hätten wir den Saisonstart den schlecht nochmal gerettet jetzt in den letzten paar Spielen. Alles klar, dann beende ich den Part an der Stelle, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und tschüss, bis dann.